Roserad ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Gift, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Roselia, welches sich wiederum aus Knospi entwickeln kann. Roserad ist ein humanoides Pflanzen-Pokémon, dessen graziler Körper in verschiedenen Grüntönen gefärbt ist. Während seiner Angriffe bewegt sich Roserad tänzerisch, da an seinem Rücken eine Art Umhang aus Blättern zu erkennen ist und sich um die Augen eine verstärkte, maskeähnelnde Stelle befindet, erinnert Roserades Erscheinung stark an einen Maskenballtänzer. Auf dem Kopf trägt das Pokémon eine weiße Rose, welche einer Kurzhaarschnittfrisur gleicht. Anstelle von Händen besitzt Roserade zwei große Rosenblätter, die in die Arme übergehen. Der Stiel sowie die Blätter des Pokémon sind hierbei grün, die linke Rose blau und die rechte rot. In der Shiny-Form sind seine Rosen lila und grau gefärbt, sein Körper hingegen zeigt einen wärmeren Grünton. Mit seiner Entwicklung kann es letztlich vor allem starke spezielle Attacken wie Blättertanz und Absorber einsetzen. Gift nutzt es hauptsächlich durch Statusattacken wie Toxin und zusätzliche Statusattacken in Pflanzenform wie Stachelspore oder Sorgsamen. Zudem kann es die Fähigkeit Innere Kraft besitzen, welche beim Auswechseln alle Statusveränderungen an Roserade heilt, oder Giftdorn, welche den Gegnern bei physischen Attacken vergiftet. Die versteckte Fähigkeit ist Techniker, welche alle Attacken, deren Basisstärke maximal 60 beträgt, um 50% stärker macht. Roserade kann man in fast allen Regionen des Pokémon-Universums finden. Hier bevorzugt es den Aufenthalt im hohen Gras und liebt es, in der Sonne zu entspannen. In ihren Rosen befinden sich zwei unterschiedliche gefährliche Gifte, dabei wirkt das Gift der rechten Hand sofort und das Gift der linken über eine längere Zeit hinweg. Auch kann Roserade einen süßlichen Duft versprühen, um Beute anzulocken. Je giftiger es ist, desto stärker ist sein Duft. Roserade bewegt sich sehr grazil wie ein Tänzer und dreht und wirbelt umher, wenn ein Opfer in die Reichweite seiner Dornranken gerät, dann peitscht es und fügt sein Gegenüber erbarmungslos und kann dem Gegner die Energie entziehen und für sich selbst nutzen. Dabei ist Roserade der dritte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Roselia, welches sich aus Knospi entwickeln kann. Knospi gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um ein Knospi zu züchten, muss das zur Zucht verwendete Roselia oder Roserade das Item Rosenrauch tragen. Seit der 9. Spielgeneration entfällt die Bedingung aber. Die Entwicklung von Roselia zu Roserade wird dann oder von Knospi erstmal zu Roselia wird dann durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst und die von Roselia zu Roserade durch die Gabe eines Leuchtsteins. Die Entwicklungsreihe symbolisiert das Aufblühen einer kleinen Knospe zu einer schönen Blume. Knospis Körper ist grün und erinnert an einen Pflanzensprössling. Nach der Entwicklung zu Roselia symbolisiert der Körper den Blumenstängel. Das Pokémon bekommt zwei Beine und Arme, als Hände tragen die Enden der armen Rosen. Am Kopf wachsen drei Stacheln, die vermutlich eine Anspielung auf die Dornen einer Rose sind. Nach der Entwicklung zur Roserade sind die Arme und der Kopf nun die Blüten der Rose und die größte Blüte ist die am Kopf und weiß gefärbt. Und mit seiner Typenkombination nimmt es Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Wasser-, Elektro- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Psycho- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.